Okay. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer kleinen Runde FIFA 18 auf der Switch. Ja, ich habe die Switch in letzter Zeit ein bisschen mit unterwegs wieder genommen und da habe ich halt häufiger gespielt und habe ich auch wieder angefangen FIFA 18 zu spielen auf der Switch und habe gemerkt, wie unglaublich kacke das Ganze im Handheld-Mode zu spielen ist, weil du einfach so fucking nah ran musst, um was vernünftig zu erkennen. Das geht gar nicht. Aber egal, ja, hatte jetzt ein paar Tage Probleme im Aufnehmen. Meistens, also wir hatten Wasserprobleme, das Warmwasser ging bei uns nicht. Dann hatte ich noch meinen ersten Arbeitstag im neuen Job und da gab es noch ganz viel Zeug, was ich hinter den Kulissen erledigen musste, nicht nur quasi vor Ort hinfahren. Hallo, ja, hier bin ich, arbeite bei der Arbeit, ja, tschüss und nach Hause. Und habe mich auch sonst nicht so gut gefühlt. Ich bin total müde gerade, ich habe keine Ahnung warum, aber FIFA weckt mich immer auf, also let's go. Ich wollte danach nämlich eigentlich noch ein bisschen Minecraft vorbereiten. Ja, ich bin nicht Der gut auf der, Türspieler also auf der fährt Switch bin ich ordentlich wesentlich den heute schlechter Abend hier als auf der umsonst PlayStation geschafft. 5. Ja, und so langsam geht. Und Jetzt ja, geht's wirklich in die heiße Phase. Danach noch zwei Spiele. Wolf und Das Buschi kann ich sollte man, leider nicht so wenn gut abschätzen hier. irgendwie, heute dreifach punkten. In Russland findet die Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr statt. Die Fans sind begeisterungsfähig, durchaus, und auch die Stimmung ist gut, ne? Oh Ja, mein Gott, was eine geile es steht Vorlage. super, dass der russische Fußball durch diese WM mehr in den Vordergrund rückt. Du siehst es ja hier. Alles perfekt organisiert. Riesenstimmung und die Stadien, die können sich sehen lassen. Joa, das ist zwar die Sieht der Schiri in diesem EM-Qualifikation Spiel heute, Philippe Dabousier. im Karrieremodus. Welcome. Also ich weiß nicht, warum du irgendwas von der WM in Russland laberst, aber scheint ein Bug zu sein, dass der einen Porto. Kommentar aus dem WM-Update abgespielt hat. Ball bei den Welches es Engländern. ja auch für die Switch gab tatsächlich. Das Nordkorea. war mal Ordentlich eine der wenigen Dinge, durchgespielt. die auch für die Switch-Version supportet wurden. Da ist er da. Er steht gut Welche zurück. übrigens genauso viel kostet wie die Xbox One-Version von Robertson. dem Spiel damals. Ja, aber wesentlich, wesentlich weniger Inhalte hat. Und England hier mit dem Wir Ball spielen übrigens direkt. auf keine Ahnung, was für ein Schwierigkeitsgrad. Das müssen wir nach dem Spiel noch nachgucken. Ja. Walcott. Ich spiele hier einen schottischen Pro. Wir befinden uns im zweiten Jahr der Karriere. Ist ein Dele Alli mit Stürmer. Robertson. Der, Und ich glaube, jetzt Ewan McGinn. McGregor heißt. Also, er ist auf jeden Fall McGinn. McGregor. Ja, ich bin Star Wars-Fan. Ja, ich bin Obi-Wan-Fan. Ja, ich bin Und Schottland-Fan. jetzt die Chance. Hauptsächlich, weil ich irgendwann mal einen Artikel über Peter Capaldi, den Schauspieler vom 12. Walker. Doktor, gelesen habe und gelesen Da habe, kann er sich den dass Ball er holen. großer Fan von Celtic ist. Jetzt vielleicht. McGinn. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja! 1 zu 0 gegen die Kaffeeengländer! Boom! Oh. Ja, ich habe gerade schon vor ein paar Stunden gegen Norwegen gespielt. Übrigens, der Und Pro nach 10 spielt Minuten sind hat eine sie Karriere bei die erste HBSC, weil ich bin erfolgreich. Berliner und naja. Ich habe noch nie eine Karriere bei Bayern angefangen als Spieler, actually. Also, jetzt auf den neuen Switch-Versionen. Ich hatte das in dem Kla also in dem zum ersten Mal diesen Beer Pro-Modus gab, habe ich das in FIFA 09 auf dem DS. Da habe ich meine Karriere angefangen Ball bei den als Engländern. Spieler beim FC Bayern. Aber Stones. der Modus war damals noch, du konntest noch nicht das ganze Der Team Schuss steuern mal hier, ganz und schön. deine Mitspieler-KI ist so dumm wie Brot. In diesem Modus, dass du eigentlich stehst 24-7 auf deiner Position McGinn. als Stürmer und wartest darauf, dass der Ball zugespielt wird und deine KI schafft es nie, den Ball dahin zu spielen. Werner. Deswegen spiele ich diesen Modus nicht. Der ist jetzt vermutlich in den neueren Versionen besser,
aber basierend auf der Tatsache, dass viele Dinge in der DS-Version von 2.8.2.9 besser funktioniert hat, als in der Switch, oder teilweise auch in der PS5-Version von FIFA 21. How the fuck did that ever happen? Ja. Bin ich da ein bisschen vorsichtig und will den Modus eigentlich erst nicht ausprobieren. Weil er hat echt keinen Spaß gemacht. Und deswegen. Kacke. Spiel ich da immer nur. Damals hieß das Ding noch Manager-Modus, nicht Karrieremodus. Und das Menü-Funktionen waren so geil damals, ey. Wir müssen unbedingt mal ein Retro-LP machen, wo wir eine Saison mit FC Bayern in FIFA 09 auf dem DS spielen. Guck dir das an, da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Ja. Armstrong. Genau. Ja, das Video ist eigentlich nur so ein bisschen. Ich habe gemerkt, wie cool das war. Ich habe es mit ein paar Leuten im Discord gespielt. Deswegen habe ich mir dann so gedacht, ja. Ey, geil, das macht richtig Spaß, das mit Leuten zu spielen. Und dann versuche ich es auch mal einfach mit euch in der Aufnahme zu spielen. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, oh mein Gott, es ist ein Pass angekommen. Ja. Schönes Tackling und den Ball erobert. Ja, der Pro spielt sonst bei Hertha, habe ich schon erzählt, und ich habe halt gegen Rune Jahrstein gespielt, der bei Hertha im Tor steht. Der ist der Nationaltorhüter der norwegischen Mannschaft. Ist Nummer 1, hat in der M-Qualifikation also gegen mich gespielt. Ja, das hätte ich sehen sollen. Und der Junge war, also ich habe mich die Spiele vorher immer richtig drüber gefreut, wie krass Jahrstein in dem Spiel im Tor ist. Der hat kein 90er Rating wie Manuel Neuer oder jetzt sind sie am Ball. Ter Stegen oder sowas, ja. Also so krass ist der nicht vom Rating her, aber der hat gehalten. Das kann man sich nicht vorstellen, ey. Das war ja richtiger Cheatcode mit der Krake. Ist eigentlich. Okay, ist der die gleiche Formation wie im letzten Spiel. Mit der komme ich übrigens besser klar als mit der bei Hertha. Bei Hertha wird ein klassisches 4-4-2 gespielt. Mit leicht verschoben, also mit leicht unterschiedlichen Sturmrollen, also mit einem klassischen Stürmer und einer hängenden Spitze. Und der Pro ist die klassische Stürmer und der andere ist die hängende Spitze jeweils, aber die hängende Spitze ist halt, ja, funktioniert nicht so ideal, weil sie halt neben ihm eingeordnet ist. Ja, und nicht hinter ihm. Gibt ja auch immer mal wieder Stimmen, die ihm mangelnden Einsatz vorwerfen. Jawohl, zumindest ist er nicht der Typ Arbeiter auf dem Platz. Ja. Solange er seine Momente hat, ist er wichtig. Er ist ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft. Er muss nicht immer selbst zum Abschluss kommen, sondern stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft. Ja, man sieht immer wieder, wie viel er wirklich arbeitet. Immer anspielbar und zumeist auch mit einer guten Idee. Walker. Ja. Jetzt gib mir halt mal irgendeinen, der da auch richtig hingeht zum Ball. Ja, KI in dem Spiel ist nach wie vor dumm wie Brot. Das ist sie aber in beinahe jedem FIFA-Spiel. Also die Mitspieler KI. Okay, warum auch immer Walker mir jetzt da den Ball ablaufen konnte. Naja, ist halt nur die schottische Nationalmannschaft, ne? Jetzt haben sie den Ball verloren. Und die Engländer haben halt sehr viele Weltklasse-Spieler in ihrer Nationalmannschaft. Ich habe, also mein Pro ist der beste Spieler in der Mannschaft, wie ihr vielleicht seht, und der hat eine 83. Ja, also das ist. Anderson. Und immerhin haben wir jetzt einen besseren Torhüter als beim Norwegen-Spiel. Im Norwegen-Spiel war der Torhüter nämlich nicht mal der 70. Gut geklärt, das war wichtig. Armstrong.
Ich bin einfach nicht so gut im Dribbeln in dem Spiel wie auf der PlayStation 5. Drecksposten, ey. So ein Pfosten, dieser Pfosten, ey. Ja. Okay. Halbzeit. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Geht eng zu in diesem Spiel. Ja, noch nichts entschieden, aber. Also, es ist eine EM-Quali, wo zwei Leute weiterkommen. Die actually so nicht funktionieren kann, weil das ist die Quali für die nächste EM, das wäre die EM 2020. Und es sind vier Teilnehmer der EM in meiner Gruppe. Also ich weiß nicht, wer das programmiert hat oder so, aber damals, also ist, ich meine, die müssen sich ja alle qualifiziert haben und die Gruppenlosungen müssten ja damals schon festgestanden haben. Ja, die sind ja, also ich hoffe mal nicht, dass sie zu fest gerät, weil Schottland war Teilnehmer der EM. Italien war Teilnehmer der EM. England war Teilnehmer der EM und Polen war auch Teilnehmer der EM und sind alle in meiner Quali-Gruppe. Und Norwegen war auch Teil der EM. Und ist auch Teil meiner Gruppe. Der Einzige, der nicht dabei war, ist Rumänien, der Teil meiner Gruppe ist. Also. Naja, auf jeden Fall, ich bin hier die einsame Gruppenspitze. Und so Mannschaften wie England und Italien in meiner Gruppe. Und da bin ich fucking stolz drauf. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad auch hochgestellt, glaube ich, jetzt. Davor habe ich immer so 5-0 gewonnen. Menge. Ich meine, letztes Game habe ich auch 5-0 gewonnen. Aber das war halt... Jahrstein war halt krass und seine Abwehr war halt Dogshit. Und sobald ich die Abwehr gebrochen hatte, konnte ich einfach free durchlaufen. Sie kämpfen um den Ball. Und naja. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Fulton. Ich habe nur eine 1-0-Führung. Also so ist nicht, dass das hier irgendwie nicht noch schwer oder eine Herausforderung ist. Gutes Tackling auf außen. Kacke. Der Trick funktioniert auf der PS5 besser. Den Ball kann er klären. Wie gesagt, da bin ich auch besser, einfach weil ich den Controller der PlayStation 5 für FIFA besser geeignet finde. Weil du da ja. Ich benutze für meinen Playstyle sehr viel die Trigger. Heißt also, ich halte den rechten Trigger quasi. Also, was sagt. ZR, ZL, R2, L2. Die benutze ich sehr viel. Klasse Tackling hier. Und die sind halt für, ja, die sind für meinen Playstyle super wichtig. Und die funktioniert auf diesem Controller halt sehr viel schlechter. Nicht sehr viel schlechter, aber du hast nicht so ein gutes Gefühl für die Inputs wie bei der PlayStation 5, wo du einfach diese adaptiven Trigger hast und da läuft der nach rechts statt nach links und da landet der Pass im Nirgendwo. Ärgerlich. Ja, und vor allem, weil die Spieler langsam. Das ist auch komisch, der entscheidet manchmal echt einfach nur. Also, er pfeift einfach manchmal komplett random, weil jetzt war nicht mehr irgendwas. Ja? Einfach gepfiffen. Also, auch Freistoß und nicht Handspiel oder sowas. Armstrong. Henderson. Er hat den Ball. Wird da was draus? Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Richie am Ball. Der keine Anspielstation findet. Jetzt vielleicht. Bam! Der hat noch kein Tor geschossen. Muss man jetzt mal nachholen. Ewan McGregor in der 66. Minute ein Tor, also wenn das nicht absolut verdienter Treffer, oder?
Was denn, dass der Eric McGregor heißt, aber es ist mir vollkommen wurscht. Boom. Ja, mit Abstand der beste Spieler der schottischen Nationalmannschaft. Und es ist gerade erst jetzt das zweite Jahr, in dem ich den Pro spiele. Also, hatte ich schon erzählt, aber... Oh mein Gott, das war ja mal mega krass. Ja, gut. Ecke, jetzt wird's gefährlich. No! Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Da verlängert er den Ball. Das Foul wird natürlich abgeführt. Ja. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen... Raheem Sterling, Alter, jetzt fahren die aber die schweren Geschütze auf. Warum auch immer sie noch nicht die schweren Geschütze aufgefahren haben gegen den Gruppenersten, aber das sind halt Engländer, die halt sind halt sehr arrogant gegenüber den Schotten. Ja. Schotten haben ihre Unabhängigkeit nicht bekommen und das hat natürlich damit gar nichts zu tun. I mean, das letzte, was ich dazu übrigens gehört habe, war, dass Schottland tatsächlich Unabhängigkeit von Großbritannien fordert, weil Schottland Teil der EU sein will. Und Großbritannien halt, naja, gebrexitet hat. Das ist aber auch schon Brexit-mäßig hier. Ja. Ja, sonst kriegt der Ärger vom Hertha-Trainer, weil sich der Pro hier zu viel verausgabt hat. Schließlich doppelte englische Woche hier. Und muss eine Karte geben, absolut richtig. Freistöße kann ich nach wie vor nicht. Aber da steht Richie sehr, sehr schön. Und er schießt, ganz stark abgeblockt. Philipp. Kacke. Wer war das? Fulton. Fulton ist nicht nach vorne gerannt, um den Pass anzunehmen. Das wäre ein Sterling, Alter. Der ist wirklich gefährlich. Aber ja, die haben halt solche Leute. Die haben Harry Kane und Raheem Sterling und sowas. Ja, und ich habe hier McGregor. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Super Aktion, gut geklärt. Ja, die schottische, die britische Abwehr, die englische Abwehr lässt sich nicht so leicht brechen wie die der Norweger. Da hatte ich jetzt, da habe ich es in der 70. Minute, 65. Minute geschafft, die Abwehr komplett zu zerbrechen. Und dann konnte ich da einfach straight vorlaufen und habe irgendwie innerhalb von 10 Minuten vier Tore gemacht oder sowas. Marcus Rashford. Das sind ja alles so Namen, die hätte ich erwartet. Die stehen jetzt in der Startaufstellung. Du spielst hier gegen den stärksten Gegner deiner Gruppe, mein Freund. Deiner Quali-Gruppe. Ich glaube, England steht auf dem zweiten. Noch, aber wenn ihr das Ding nicht gewinnt, dann kann euch Italien dann noch den Rang ablaufen. Ihr habt schon eine Niederlage in petto. Eine zweite. Und ihr seid auf dem gleichen Niveau wie Italien, wenn die gewinnen. Also. Und das gegen diese wirklich starke schottische Mannschaft. Steht gut und hat den Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Anderson. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Komm, 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 komm. Da könnte jetzt die Chance entstehen. Noch ist die Chance da. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Kacke. Smalling. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit.
2 Minuten sind's noch. Jetzt Sterling. Phillips. Den Ball holt er sich. Kommt noch mein letztes Pulververschießen hier. Gegen Ende. Die Briten, die Engländer nicht zum Zug kommen lassen. Das sind alles Briten hier. Tschüss! Der Unparteiische pfeift ab. Das Spiel ist beendet. Ein toller Erfolg für sie über den ganz großen Rival. Boom. Oh, das zerrte nicht als Torvorlage, dass der Keeper den pariert hat, den Schuss zu ihm zurück. Boah, wir müssen nochmal feststellen, wie Schwierigkeitsgrad das war. Also ist so oder so ziemlich impressive. Weil ich nicht gut mit dem Controller. Nicht gut ist auch übertrieben, aber. Ich scroll mal vor. Gegen St. Pauli, genau. Da seht ihr es. Das Diana von damals. Einstellung. Profi ist das nur okay, krass. Boah, ich bin echt schlechter geworden auf der Switch. Ja. Hier nochmal kurz die Tabelle. Oh, Bayern hat verloren. Bayern hat letztes Spiel verloren. Oh, krass. Ja, Wolfsburg hat bisher jedes Spiel gewonnen. Ich habe halt leider einen Unentschieden drin. Und Bayern hat zweimal verloren schon. Also, ich finde übrigens schön, Leipzig und Gladbach sind sehr weit unten. HSV ist einfach vor Leipzig und vor Gladbach. Schalke ist auf dem 5. ist vor Dortmund, ne? Also, und vor Leipzig und Gladbach. Das ist schon... Ja, habe ich gewonnen gegen Schalke? Das ist sehr gut, ja. Habe ich noch gedreht, gerade so in der letzten Spielminute. Ich glaube, ich habe das sogar verewigt im Album, oder? Nee, das ist nicht gegen. Das ist Schottland gegen Norwegen. Erstes direkt mal wieder den Weg nach vorne findet. Ja, okay, das Schalke-Spiel habe ich nichts gescreent. Das war international. Genau, ich bin im Europacup. Nee, ich bin in der Euroleague, stimmt. Euroleague ist das. Hier seht ihr Spoiler für Windway, für Skyward Sword. Ja. Na egal, ich würde an der Stelle dann sagen, das war's mit dem Video. Ja, morgen übermorgen geht es hoffentlich nochmal weiter, wenn es mir wieder besser geht, ich wieder länger aufnehmen kann. Und dann schaue ich vielleicht auch irgendwann mal wieder Skyward Sword zu stellen. Naja, bis dahin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.